Montag, hey. Montag, der 29. Februar 2016. Der 29. Februar. Ja, cooles Datum irgendwie, ne? Und es ist Montag. Ach, wie toll ist der Montag? Kann der Montag besser beginnen als frei in der Uckermark bei meinem Hund? Ist das super. Apropos Hund, wir müssen mit Dena zum Tierarzt. Dena ist die Hündin von meiner Schwester. Habt ihr hier im Video schon mal gesehen, spätestens gestern im Video. Und ja, mit der müssen wir zum Tierarzt, weil die ist so merkwürdig schlapp und immer außer Atem, kriegt schlecht Luft. Wir vermuten irgendwann mit dem Herzen, aber man weiß es nicht. Und heute fahren wir zum Arzt und lassen sie röntgen und Blut untersuchen. Sind wir raus? Warst du schon draußen? Oder? War nicht geil. Komm nicht mit Bossi. Kalt. Na los, geh schnell. Der ist ein Monster. Tschüssi. Aber dann wurde es wieder besser und jetzt ist es wieder. Ich. Ja. So, Moni, ist ein abgesenkter Bordstein. Mit Rollstuhlfahrer und Leute mit Kinderwagen und so hier hochkommen. Ne? Er muss sich hier hinstellen. Ja. Wir waren mit denen beim Tierarzt und beim Röntgen hat er festgestellt, dass das Herz auf jeden Fall sehr viel größer ist als normal. So groß, dass es schon ein bisschen auf die Luftröhre drückt. Wahrscheinlich kriegt es auch deswegen so schlecht Luft. Blut hat er abgenommen. Naja, morgen wird Mona dann erfahren, was sie hat. Mehr konnte er erstmal noch nicht sagen. Aber auf jeden Fall war gut, dass wir da waren. Alter. Die kann man aber nicht ruhig halten hier. Nee, hier kannst du nicht. Willst du nicht hier machen? Okay. Ganz tapfer warst du, meine kleine Maus. Guck, ihr hättet nicht mal. Wollen wir nicht drüber reden? Nee, wollen wir nicht drüber reden. Hm, muss ich kurz wieder tragen, wa? Blut abnehmen. Oh Gott. Und jetzt immer Tabletten. Hoffentlich schmecken sie so gut wie die anderen, ne? Es ist jetzt 12.34 Uhr, wie man hier oben vielleicht erkennen kann. Und ich fange jetzt erst an mit dem Vlog 200, also das Vlog 200 zu schneiden. Und da ich auf dem Laptop arbeiten muss und da der 13 Zoll Monitor natürlich nicht so viel Platz bietet wie mein 27 Zoll Retina, probiere ich mal was Neues. Nämlich, ich schneide mit Final Cut so, wie es vermutlich gedacht war. Und zwar wähle ich hier den Clip aus. Hier oben wird dann der Clip angezeigt. Als Timeline sozusagen und wähle aus dieser Timeline den Bereich, den ich benutzen will und ziehe diesen dann in die Haupttimeline, wo alles näher zusammenkommt. So dass ich praktisch hier oben die Teile rausschneide und hier unten einsetze und dann wäre es fertig. Mache ich bisher anders und deswegen probiere ich mal jetzt, wie ich damit klarkomme. Heißt also, wahrscheinlich bin ich eher langsamer erstmal. Mal sehen, ich weiß es nicht. Von der Sache her ist es vielleicht sogar sinnvoll, dass es so ist. Bisher habe ich immer alle Clips hier genommen, hier unten in den Timeline geschmissen, auf Start gedrückt, habe laufen lassen, habe gedacht, okay, da schneiden, das weg, das raus und so. Mal sehen, probieren wir es mal so. Schlüssel?
Rote Schlüssel habe ich. Das abschließen kannst du ja. Papier hast du? Ja, habe ich in der Tasche. Ja, du pumpst hier. Keine Maus. Na los, komm. Dena weit laufen eh nicht kann, aber ein bisschen frische Luft ist gar nicht schlecht und einen Haufen machen muss sie auch mal und so, und dann kann sie, oder hoffentlich kann sie dann jetzt so was soll sie dann machen. Zu Hause neu geguckt, ob ich meine Drohne mitnehme. Wollte ich schnell zusammenbauen und so, dass es hier schneller geht, falls wir doch nicht so lange bleiben können und so. Wegen Dena. Ja, und dann stelle ich fest, dass die Fernbedienung, der Akku schon wieder leer ist. Und zwar nur vom Rumliegen. Das ist auch nicht so schön. Da musst du immer 2 Stunden vorher Bescheid wissen, okay, in 2 Stunden fahre ich los und will die Drohne benutzen. Das ist ja auch Mist. Also da haben sie, weiß ich nicht, ob es da DJI billige Akkus drin verbaut hat. Sehr merkwürdig auf jeden Fall. Finde ich nicht so toll. Ach, die Arme strengt sich an und will kacken, aber ist zu schwer und kann nicht. Und diese typische Hundehaltung, die sie einnehmen beim Kacken, die wird noch zusätzlich alles erschweren. Wahrscheinlich noch schlechter Luft bekommen und dadurch ist es so schwer. Konnte nicht kacken, die Kleine. Hat sich sehr gequält, immer drauf zu drücken, aber hat dann gemerkt, dass sie die lassen hat und sich das lieber verkniffen hat, weil es doch zu anstrengend anscheinend war. Wir haben jetzt beschlossen, wir fahren jetzt noch mal zu unserem Tierarzt hier. Der hatte uns nach Templin an den Tierarzt da vermittelt, weil der ja Röntgen kann und so. Aber wir fahren jetzt immer vorbei, vielleicht hat er irgendwie eine Lösung, damit sie wenigstens ihren Haufen da absetzen kann. Der Tierarzt hat gesagt, wir sollen ihm ein bisschen Milch oder Sahne geben. Wegen der Laktose bildet sich dann ein bisschen mehr Schleim und dann flutscht das Häufchen besser raus. Da. Wir haben heute Themen im Vlog, ne? Aber naja. Aber ist ja auch interessant zu wissen. Also wenn euer Hund nicht kacken kann, dann ein bisschen Milch oder ein bisschen Sahne, dann wirkt das. Hoffentlich, das werden wir mal sehen. Also man hat eben jedenfalls am See deutlich gesehen, dass er wollte, aber nicht konnte, weil es zu anstrengend war. Es ist 7:45, wenn ich richtig gesehen habe.
Das war's für heute. Wir haben eben nur Pizza gegessen, selbstgemachte, und Brot hat meine Schwester gebacken. Ja, morgen fahre ich wieder auf die Insel. Morgen Vormittag erst mit meiner Schwester und Dena nochmal zum Tierarzt. Dann sind die Blutergebnisse da. Mal sehen, was daraus kommt. Vielleicht kann man was sagen und hoffentlich ist alles gut. Oder ist nichts Kompliziertes, nichts Schlimmes. Ja, werden wir mal schauen. Das war's dann aber jetzt für heute. Vlog 200 ist irgendwie noch am Rendern. Das wird wieder sehr spät. Sorry. Gut. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss. Da kommt wieder nur Scheiße bei dir. Sowieso. Auf die nächsten 200, oder wie sagt man? Besäufst dich jetzt alleine. Ich sollte die Szene mit dem Kamin rausnehmen und als Endlosschleife 10 Stunden lang auf YouTube stellen.